durch die Straßen geht und sieht, was da geleistet ist durch die Generationen. Nicht erst nur nach der Wende, sondern auch schon vorher mit einem ungeheuren Willen, die Geschichte zu bewahren und wieder zu herzustellen. Dann bin ich also wirklich überrascht und sprachlos. Und das betrifft eben nicht nur die ehemaligen deutschen Städte, wo ich immer dachte, dass die Polen die Geschichte nun durch Konstruktion sich zu eigen machen, sondern auch in einer solchen Zentralstadt wie der eigenen, nämlich Warschau, wie sie von Anfang an diese Geschichte ja einfach wieder hergestellt haben, die man ihnen zerstört hat.